Wir befinden uns hier am Global Game Jam 2014. Das ist die Fabrikzeitung. Haben wir hier einen Artikel, den wir im Interview mit André Joost gestaltet haben, über die Demoszene. Die Demoszene, einer der ersten Game-Szenen weltweit überhaupt, basiert auf dem Commodore 64. Und in dieser Ausgabe kann man einiges drüber lesen, um was es geht. Auch das aktuelle Festival Bünzli, jeweils im August in Olten. Aber heute bei uns der Global Game Jam 2014 in der Roten Fabrik. Ich sitze da jetzt am Arbeitsplatz von einem Teilnehmer des Global Game Jam. Ich weiß nicht, wer es ist. Er hat ein Wacom-Board mitgebracht und das ist nicht eingeschalten. Ich weiß auch gar nicht, was man damit machen kann. Es ist auch geschützt hier mit einem Kingston-Schloss, ja, gegen Diebstahl gesichert. Wirklich angemacht, das kann man nicht mitnehmen. Aber da werden heute noch Spiele, heute, morgen und am Sonntag Spiele entwickelt. Und wir sind gespannt, was da drauf passiert. Fragen wir mal, was die so machen. Was ist denn aktuell jetzt? Wir sind von Fabrik TV da. Was ist denn jetzt die Idee? Brainstorming ziemlich und jede kleine Idee dazu bringen. Wir entscheiden uns nachher für die beste Idee oder für ja. Jeder bringt seine Sachen genau. Ein. Genau. Alle Ideen ein bisschen zusammentun, mal schauen, was daraus wird. Und Experiment, falls es nicht klappt, Pech gewesen. Falls es klappt. Wer weiß? Sony, I'm coming. Ja. Du sprichst Deutsch? Ja, ich spreche Deutsch. Ja, okay, weil du hast so einen gelben Anzug an, da wusste ich es nicht. Das ist ein super Anzug. Jetzt habe ich da nur, ich wollte, das ist ja ein Wahnsinns-Outfit. Wo ja. Kriegt man das? Ich bin mehr ein Designer eigentlich, aber mehr so im Bereich Mechanik und Kleider. Bist du jetzt auch in einem Game Jam beteiligt, da in einer Gruppe? Eher weniger indirekt. Ich bin eher mehr Tester und ein bisschen Beobachter dementsprechend. Ich bin zum ersten Mal hier, darum. Super spannend. Wir werden noch mehr hören von, wie heißt du? Ricciardo, Herr Ricciardo. Herr Ricciardo, heute bei uns. Hey, super, vielen danke. Dank. Ja, wir sind hier am Computer von Janina. Janina Wutz, auch eine ganz bekannte Game-Entwicklerin aus Zürich hier. Du hast zum Beispiel so Games gemacht wie, das letzte war ein Horror-Game. Das letzte war ein Horror-Game für die Oculus Rift, genau. Das haben wir letztes Jahr rausgebracht, wurde nicht allzu oft verkauft, aber... Ist es noch in Entwicklung oder schon fertig? Es ist schon fertig, wir patchen es allerdings nach, also es kommen immer Verbesserungen dazu. Aber im Großen und Ganzen ist es fertig. Und was man bei der Janina jetzt immer ganz gut beobachten kann, sie hat also solche Figuren jetzt um sich aufgebaut. Was ist das genau? Was sind das für Figuren? Das sind meine Ponys, das sind meine Glücksbringer. Ohne die kann ich nicht coden. Also wenn kein Pony neben dem Bildschirm steht, dann kommt das Spiel nicht gut raus. Jedenfalls meine nicht. Für alle Game Designer zu Hause, die jetzt da gerade anfangen, damit sich zu überlegen, ein Game zu machen. Ponys, kann man auch andere Sachen verwenden? Ja, also man kann im Prinzip immer das nehmen, was einem am besten passt. Also ich weiß nicht, irgendwie haben sie einen positiven Einfluss auf meine Games. Ich bin ganz zärtlich, ich bin ganz zärtlich. Das ist wirklich so. Ich meine, was so knuffig ist, kann nicht schlecht sein. So, da. Wunderbar!
So, da befinden wir uns eher im analogen Teil des Global Game Jams. Ich sehe schon, da hat es Würfel, da hat es Kleber, da hat es Materialien. Was ist da die Idee jetzt irgendwie, so gerade jetzt im Moment? Die Idee gerade jetzt im Moment? Das Motto ist ja, we don't see things as they are. Und we see them as we are. Wir haben gedacht, das passt perfekt zu einem Brettspiel, zum grossen Thema Verschwörungstheorie. Da geht es ja auch darum, dass man immer die Welt so sieht, wie man selber das Gefühl hat, ist sie, und nicht wie sie ist. Weil es gibt gar kein, es ist so, es ist immer, man sieht es, wie es selber ist. Darum hat es auch da Pyramide. Die ist immer wieder auftaucht, die Pyramide. Das ist sicher ein Zeichen der Illuminati. Also es geht um Verschwörungstheorien hier und wir werden sehen, wie in den nächsten Tagen hier die Verschwörungen gedeihen und sprießen. Also, wir sind gespannt. Ja. Hier wird das passieren. Die große Verschwörung. Hier. Der Zauberstab. Das ist quasi Bielefeld. Bielefeld 2. Aber es ist trotzdem ziemlich heiß geworden. Ich bin da neben dem René Bauer und der René Bauer hat den Workshop geleitet. Und René, wie war es für dich? 3 Tage lang Workshop am Global Game Jam? Also ich finde es interessant, weil man halt sieht, was die Leute machen und was für Regeln sie aufstellen und was für Spiele sie dann entwickeln. Und das hat einfach Spass gemacht, weil wir immer zwischendrin wieder gesehen haben, wie sie sich entwickelt haben und auch von Leuten, die sonst zwar spielen, aber selber keine Games machen. Das ist wie so ein kleines Gegenprogramm zu den anderen, die ja meistens schon etwas wissen, wie Games funktionieren. Also die Teilnehmer am Workshop, waren das hauptsächlich Leute, die schon irgendwie was gemacht haben, aktiv ein Game gestaltet oder wirklich Laien, die jetzt noch nie ein Spiel programmiert haben selber? Nein, also die meisten haben noch nie ein Spiel gemacht und das ist eigentlich wirklich das Interessante. Sie kommen mit eigentlich keine Ahnung und machen dann etwas und finden heraus, wie Games könnten gemacht werden. Also von dem her geht es wirklich darum, mal die Leute abzuholen und ein bisschen, ja, nicht nur Nerds, sondern Leute, die auch neu anfangen. Also das Spiel heisst Oh Dear. Und es gibt im Moment einen Multiplayer und einen Einzelspieler. Und Multiplayer ist eigentlich eher kooperativ gemacht. Und das Ziel ist eigentlich einfach, unser Hirsch ist runtergefallen und ist in eine Höhle reingefallen. Und jetzt muss man noch aus dieser Höhle wieder rauskommen. Wir haben gedacht, es gehen so viele Socken in der Waschmaschine verloren, das wäre doch eine gute Grundlage für eine Story. Und man ist ein Socke und andererseits ein Schlüssel und man kämpft eigentlich sozusagen dafür, dass man den Waschgang überlebt. Und jedes Level ist ein anderer Waschgang. Also wir haben auch einen kooperativen Multiplayer. Man ist ein Koch und ein Waiter. Und das Ziel ist, dass man sich gegenseitig Gegenstände zuspielt, um Hindernisse zu überwinden und die Türen am Ende vom Raum zu erreichen. Ihr habt euer Spiel fertig. Ja. Wahnsinn, nach 48 Stunden ein Spiel fertig. Jetzt wird angestoßen hier. Um was geht's bei dem Game? Es geht darum, dass du in einer Kunstgalerie bist und versuchst, es anzubieten bei anderen Leuten, indem du subtil wiederholst, was du hörst, was sie so sagen zum Thema. Hier haben wir jetzt das Spiel selbst. Da kannst du jetzt eben hingehen und schauen. Jetzt zum Beispiel, dieser Typ fragt dich jetzt, was du davon hältst. Du hast aber keine Ahnung. Das heißt, du trinkst jetzt einfach mal deinen Champagner schnell leer und rennst weg. Combo Breaker. Ja. Ja, das bist du. Nein, nicht nur ich allein. Das sind etwa 10 Redakteure, Journalismusstudenten, die sich zusammengeschlossen haben, um etwas Neues zu machen in der Schweiz, um ein Online-Magazin für Games zu machen. Und ja, wir sind jetzt noch in der Startphase. Also uns gibt es jetzt schon bis 7 Monate. Und ja, wir probieren auch ein bisschen die Game-Szene in der Schweiz ein bisschen mehr ins Blickfeld zu holen. Ja. Wahnsinn, Game-Szene Schweiz. Und ihr selber macht auch Games oder ihr berichtet nur drüber?
Wir berichten nur darüber. Aber das ist interessant, sehr interessant auf jeden Fall. Ja. Combo Breaker CH. Super Sache. Wir haben eine Frage an dich, und zwar jetzt nach 3 Tagen Game Workshop ist das natürlich vielleicht ein bisschen obsolet, aber unser Publikum und unsere Zuseher zu Hause von Fabrik TV, die wissen das noch nicht. Also René, wie macht man ein Game? Also Game ist das Wichtigste, dass man sich überlegt, wie motiviert man die Leute im Game zu bleiben. Und das läuft meistens über Spielregeln und eben nicht über die schöne Grafik, sondern wie bei Eilen mit Weilen. Es muss reinziehen, die Grafik ist eigentlich nebensächlich. Habt ihr es verstanden? Ich hoffe es. Sonst einfach Brettspiel spielen, dort merkt man am schnellsten, wie Spiele funktionieren. Ja, Brettspiel selber entwickeln, selber bauen. Das ist, weil das Brettspiel ist etwas, wo man anfangen kann ohne viel Aufwand. Man kann auch Spiele nehmen, die es schon gibt, wie Eilen mit Weilen, die anfangen abändern. Und das ist immer noch die Königsdisziplin von der auch elektronischen Games. Also bekannte Spiele hernehmen, mal versuchen zu verändern, mal was Neues draus zu machen, neue Spielfiguren. Genau, neue Spielfiguren. Und wenn man dann ein bisschen Übung hat, dann kann man vielleicht ganz neu anfangen mit einem leeren Brett. Und das, dann ist man genau dort, und Computergames sind eigentlich nichts anderes, Super Mario oder so, das ist auch, es gibt Regeln, was man machen darf und was man nicht machen darf. Es gibt eigentlich nicht so einen grossen Unterschied. Super, danke René Bauer, wir gehen jetzt schlafen. Aufbruchstimmung, es ist 17 Uhr, alle Teilnehmer haben ihre Spiele hochgeladen und sind jetzt dran, ihre Tische aufzuräumen, ihre Geräte einzupacken, und es geht weiter am 7. Februar in der Aktionshalle der Roten Fabrik. Da werden alle Games vorgestellt. Es hat DJs, es hat Live-Demo-Präsentationen und Shows. Es wird ein toller Abend. Kommt vorbei und lasst euch das nicht entgehen.